Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich zeige jetzt, um was es heute geht. Gruselig. Das, liebe Rasenfreaks, ist die 6-Messerspindel von meinem Swordman. Und... hört ihr das? Guck mal runter. Das ist die... Was ist passiert? Wir haben ja diesen schönen neuen Steg gebaut zu meinem Abschlag. Und da bin ich dann mit dem Sportman drauf zugefahren. Dann habe ich vorne die Rolle gehoben und bin weiter vorgefahren, um dann sehr schwungvoll hinten die Spindel anzuheben und dann über den Steg zum Abschlag zu fahren. Und dabei bin ich voll mit dem Untermesser gegen die vordere Kante vom ersten Brett geknallt. Und ruckzuck war das Untermesser verformt. Also ich finde es ein bisschen heftig. Also Untermesser verformt. Jetzt gucke ich mir mal ganz genau an, was passiert ist. Jetzt habe ich die Spindel wieder ausgebaut. Und es ging gar nichts mehr. Was wir jetzt machen wollen, liebe Rasenfreaks, wir wollen jetzt doch mal schauen, ob wir das repariert bekommen. Beziehungsweise ob ich durch Backlapping, was ja Sportman sagt, dass es nicht geht, ob ich nicht durch Backlapping diesen Schaden reparieren kann. Sonst muss die Spindel zurück zu Sportman. Das kostet mich 100 Euro, weil dann kommt ein neues Untermesser drauf und die schleifen die Spindel nochmal über. Das möchte ich jetzt vermeiden. Die Spindel ist nagelneu, hat super geschnitten auf dem hohen Gras von meinem Nachbarn. Da möchte ich nämlich jetzt auch mit weitermähen. Aber jetzt geht's nicht. Jetzt geht's nicht. Jetzt muss ich den Sichel nicht mehr nehmen. Der ist auch nicht schlecht. Aber ich will mit dem Spindelmäher mähen mit 6 Messern, weil er hat jetzt höhere Schnitthöhen, 25 mm will ich mähen. Und dafür brauche ich 6 Messerspindel. Und die muss ich jetzt reparieren und deswegen gibt es auch wieder ein Schraubervideo. Viel Spaß dabei. Yeah! Ja, das ist jetzt hier die Spindel. Und hier knackt es. Tack, tack, tack. So, jetzt werde ich erstmal hier... Achso, was übrigens sehr schön ist, da bei Swordman gibt es doch tatsächlich Tox-Schrauben zum Befestigen des Untermessers und keine blöden Schlitzschrauben. Das finde ich ja schon mal gut. Jetzt will ich erstmal diese Schrauben nachziehen. Vielleicht hat sich jetzt durch den Schlag auf das Untermesser auch nur die Schraube ein bisschen gelenkt und dann kann ich das Untermesser wieder gerade ziehen. Das versuche ich jetzt als allererstes. Ja, lässt sich nachziehen. Jetzt stellen wir das Untermesser zurück, das heißt, wir schrauben gegen den Uhrzeigersinn. Noch mehr. Nee. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Das wunderbare Rasenfreak-Papier. Hier schneidet er. Zack, zack. Gut, in der Mitte. Hier schneidet er schon nicht.
ist. Hier. Da schneidet er auch nicht. Jetzt versuche ich einmal die Mitte ein bisschen vorzudrehen. Immer noch nicht. Noch mehr vor die Mitte. Gut, hört ihr das nicht an. Naja, doch. Gut. Schneidet. So, und hier? Noch nicht. Jetzt drehen wir hier vor. Und vorsichtig. Ah, ist so schon. Boah! Also lieber Rahmenfix, wenn ihr an so einer Spindel arbeitet, bitte passt auf, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Schneider auch nicht. Schneider gar nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt gemacht? Jetzt los. Was ist jetzt passiert? Das ist ja interessant. Im Grunde müsste ich sie irgendwie reinhängen. Das wäre cool. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich klemme jetzt hier mein Brett ein. Und dann hänge ich die Spindel da drauf. So, gucken wir mal. Das ist doch cool. Jetzt hängt sie hier schön, so wie sie auch im Meer hängt. Jetzt kann ich hier sehr gut den Schnitt kontrollieren. Ohne dass ich sie irgendwie anders. Ah, hier schneide ich. Zack, 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 zack. Schneidet. Komm hier nicht ran. Dann schneide er noch nicht. Okay, dann stelle ich jetzt hier noch vor. Ja, jetzt, das ist auch nicht so gut. So, ich drücke hier mal ein bisschen zurück. Ja. So. Komm, der hält nicht so gut ran. Oh. Nee, noch mehr. Noch mehr. Tackert immer noch ein bisschen. Schneidet sie aber. So, ich nehme jetzt meinen Drehmann und schleife ganz vorsichtig hier die Kante ein bisschen weg. Weil es genau da hackt und da ist auch eine Kerbe. Versuchen wir erstmal das. Neues Untermesser kostet 30 Euro plus 40 Euro Versand. Das bin ich auch nicht.
So, das wird jetzt nicht besser. Das ist jetzt doch großflächiger. Und ehe ich jetzt noch mehr hier versaue, werde ich jetzt hier einen Adapter bauen. Weil es gibt hier keine Aufnahme. Einen Adapter bauen, und die einfachste Lösung ist natürlich, hier jetzt eine große Nuss zu nehmen. Die genau, was haben wir hier? 30. Hier eine große Nuss zu nehmen, die hier einzuflexen auf beiden Seiten. Scheiße. Und dann einmal drauf zu stecken. Und dann kann ich drehen. Das wäre das Einfachste. Wie oft brauche ich eine 30er Nuss? So, sehr schön. Jetzt Bohrmaschine drauf und schleifen. Wir bauen jetzt die Spindel da ein, die 6-Messer-Spindel. Dann kann ich besser mit der Maschine arbeiten, weil die Spindel dann schön festgehalten ist. Relativ schnell. Also diese 6-Messer-Spindel ist super für mittelhohes Gras, so zwischen 20 und 30 cm ist die 6-Messer-Spindel perfekt. Die 10-Messer-Spindel ist dafür schon nicht mehr geeignet. Unter 20 könnt ihr mit der 10-Messer-Spindel arbeiten, über 20 aus meiner Sicht ist die 6-Messer-Spindel super. Bin ich so gespannt, ob der jetzt schneidet. So. So. Zack. Problemlos. Okay, hier hat er da. Okay, da muss ich noch ein bisschen nachstellen. Ich hoffe, wie das jetzt. Einwandfrei. Einwandfrei. So, lieber Randfreaks, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man diese Spindel nicht backleppen kann. Ich habe es jetzt gemacht, Swordman. Und es hat funktioniert. Perfekt. Überhaupt keine Sache. Jetzt lasse ich nochmal laufen, gucken, was Ticker noch da ist. Aber das hört sich richtig gut an. So, jetzt kommt noch ein bisschen Öl. Ist ja alles jetzt ziemlich nass gewesen. Das ist überhaupt nicht gut. Bisschen einölen und dann ist alles gut. Sehr schön.
Das Messer läuft gleich an, das fängt gleich an zu rosten. Also schön auf die Messer drauf. Da kann gern ein bisschen Öl drauf. Ein bisschen. Und dann ist gut. Cool. Yeah!